Wie können wir jetzt die Temperaturentwicklung seit 1900 im Detail erklären? Wir sehen zunächst einmal den langfristigen Temperaturanstieg. Und dieser langfristige Temperaturanstieg, der kommt unter anderem dadurch zustande, dass Gase wie CO2 eine anfängliche Erwärmung produzieren. Und in einer wärmeren Atmosphäre kann zum Beispiel mehr Wasserdampf gehalten werden. Und Wasserdampf ist ein sehr potentes Treibhausgas und verstärkt dann nochmal den CO2-Effekt. Und das erklärt, warum die Temperaturänderung eben so stark ist, weil die Rückkopplung über den Wasserkreislauf, die verdoppelt nochmal den Effekt über die Treibhausgase, die der Mensch in die Atmosphäre bläst. Nun bläst der Mensch ja nicht nur CO2 in die Luft, sondern auch andere Gase wie zum Beispiel Methan oder auch Lachgas, N2O. Aber der Mensch übt auch auf andere Art und Weise noch Einfluss auf das Klima aus. Zum Beispiel dadurch, dass sogenannte Aerosole in die Luft entlassen werden. Also zum Beispiel entstehen bei der Verbrennung von Kohle kleine Schmutzpartikel, die eben sich in der Atmosphäre ansammeln und dann kühlend wirken. Der Mensch ändert aber auch Landoberflächen, so werden zum Beispiel Regenwälder umgewandelt in Ackerflächen und das ändert dann eben auch die optischen Eigenschaften dieser Landoberflächen und damit die Strahlungsbilanz und damit auch das Klima. Ja, und dann sehen wir jede Menge Auf und Abs in der Temperaturkurve und die sind den natürlichen Klimaschwankungen geschuldet. Die werden immer da sein, die werden immer den langfristigen Erwärmungstrend überlagern und die kann man wieder unterteilen in interne Schwankungen und externe Schwankungen. Die internen Schwankungen, die benötigen keinen äußeren Antrieb. Die sind der chaotischen Natur des Klimasystems geschuldet. Und dann gibt es noch die externen natürlichen Schwankungen. Und das sind zum Beispiel eine veränderliche Sonnenstrahlung oder auch starke Vulkanausbrüche. Bei Vulkanausbrüchen kommen eben auch Aerosole in die Luft, die kühlend wirken. Und Sie alle kennen sicherlich die fantastischen Bilder von Caspar David Friedrich mit diesen farbigen, rötlichen Sonnenuntergängen. Und die zeigen an, dass zu dieser Zeit vermutlich sehr viel Vulkanstaub in die Atmosphäre entlassen wurde. Worden ist, das dann eben zu dieser Rotfärbung geführt hat. Also insgesamt verstehen wir die Temperaturentwicklung seit 1900 recht gut. Wir wissen, wer der Hauptschuldige für die Erderwärmung ist. Wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, wir haben vielmehr ein Umsetzungsproblem und man könnte sagen, Houston, wir haben ein Problem.